laakiin anigu waxaanahay reer Soomaaliland ee waxaan ku dhashay magaalada Berbera aan ku koray ee muddo dhexdaas ayaan ee magaalada waxaan kamid ahaa dhalinyaradii taariibtay ee intaana taariibin ka horna waxaan kamid ahaa dhalinyarada magaalada Berbera runtii ee waxa weeyaan qaybta sportiga ee waxaan anigu kaliya ma ahay familygeyga waxa family sportiga aan ku abaanahay xag ciyaarta kubada cagta Bismillahirrahmanirrahim. Ich heiße Adam Abdifara. Ich bin von Sumfood.org St. Gallen und heute machen wir nochmal viel Information. Und das ist so, wie habe ich letztes Mal viel Information herausgefunden, die Fischerei von Berbera. Und gestern habe ich nochmal versucht, die mehr Informationen, die Leute von hier, die Lebensalter, zum Beispiel Landwirtschaft, wie das hier Landwirtschaft funktioniert. Und zweitens nicht nur Landwirtschaft, sondern auch noch Vieh und nochmals dieselbe, die Leute, wie das hier die Leben funktioniert. Und das habe ich gesehen, die zum Beispiel die Leute, die die Gemüse anbauen, wie sie das macht. Und ich finde, das ist auch nicht so einfach wie heutige Tag die modernen und heutige Tag die Gemüse anbauen. Das ist viele verschiedene Möglichkeiten. Aber hier macht man immer noch die alte Mode. Und dann die zweitens, die Leute, die einfach Vieh, zum Beispiel die Leute, die haben Kamel oder Kühe oder Ziege oder Schaf. Und dann habe ich gesehen, zum Beispiel die eine Person hat so viel Kamel, etwa 100 Stück. Und trotzdem, sie haben nicht mehr Möglichkeit, die zum Beispiel Infrastruktur, die Straße oder ja, oder dieselbe. Magaiga, Adam Abdi, Han Kassoda, Sumfood.org in St. Gallen, Switzerland, Kowalke Switzerland, oder Halkasian de Genhei. Dadka halkan jooga iyo tii badan bay muujinayaan waxa waxba lagama qaban karo waxa lama samayn karo saa daraaddeed markaa waxa igu kaliftay inaan waxa weeyaan aqoonta iyo khibradda inta aan waxa weeyaan aan dee dunida kasoo helay inaan waxa weeyaan dunida la wadaago waana jeclahay dadkayga halkan in wixii
tala iyo tusaale wixii weeyaan waxaan waa darba diyaar baan u ahay marka sida daraadeed waxa weeyaan waxay tahay inaan dadkayga iyo dalkayga wax u qabto een waxaan kulan arkaa mar walba wadanka aan imaado restaurant cusub een qof walba halkan jooga wax weeyaan gaari cusub guri qurux badan at the same time wadada hortiisa maraysa waa burbursan tahay ninka gaariga quruxda badan farta ka ku wada wadada uu ku wada way burbursan tahay qof doonaya in wax weeyaan public and transportation uu raaco uu baska fuulo 2000 ku fuulo ma jirto qof waliba waxaad arkaysaa wadada 20 kun oo gaari baa maray 20 kun ee gaari gaari walba qof kaliya baa wata wax weeyaan waa luxury wax weeyaan waa luxus guri qurux badan noocii ugu dambeeyay laakiin hortiisa wax weeyaan qashin baa yaala wadadu waa jajaban tahay qof walo ama qurbaha ka yimaada ama halkan joogo shil hela wuxuu furayaa restaurant wuxuu furayaa hotel wuxuu furayaa shopping mall intee in leeg shopping mall isu baahan intee in leeg restaurant u baahanahay wax weeyaan laakiin nolosha kale aasaasiga ahayd yacni ma jirto waxyaabo kale oo badan oo fursado wadankeena yaala u baahan inaynu maalgashanay jira ma inu se maalgashanayno wax weeyaan hal focus ayuu baynu saaraynaa uu marka waxaan mar walba aanu waxaan doonayaa in aynu yacni wax weeyaan dooda badan samayno oo inu wax weeyaan maskaxdeena furno inu eegno waxaanu gaadhiya mid walibana wax weeyaan marka uu kharaabo wadada dhinaceeda buu dhigayaa deetana wadada dhinaceeda waxa yaala 30 kun oo gaadhi oo kharaabay iyo 30 kun oo gaadhi oo mid walba kii ugu dambeeyay inuu maanta wato uu doonayo wadad markaa uma qaybsato 30 kun oo gaadhi oo kharaabay iyo 30 kun oo gaadhi oo cusub innagana 200 oo restaurant oo cusub inama qaadaan waxaynu u baahanahay dadka restaurantada furanaya inay isku tagaan beeraha maalgashadaan waxaan ku dhahdaa kalluunka maalgashadaan waxa weeyaan laakiin aanu iska dayno waxba ma qaban karo waxba lagama qaban karo really waxa weeyaan kelmadaas way igu soo noqnoqotay wax allaalii wixii aad ka hadashaba waxa lagu waxba kama qaban karo waxba lagama qaban karo waa laga qaban karaa dhaqaale nagu filan waan haysanaa dunida uma baahnin aan wax weeyaan af jarmalo kuma hadleen af ingiriisina kuma hadleen dunidana lama hadleen laakiin maxaa igu kalifay inaan dunida la hadlo idi loyte un ich finde persönlich das habe ich paar mal die frage gestellt die leute wie das funktioniert und dann haben sie mich gesagt die zum beispiel die ein stückli kamel kostet etwa 1000 franken und weiß ich nicht warum man so viele kamelle hat und ich persönlich ich finde kann man das ist 50 die hälfte verkaufen und dann hälfte behalten und wenn man Hälfte verkauft, das ist etwa 50.000 Franken und dann 50.000 Franken kann man ein bisschen Investition machen. Und dann zweitens, das habe ich gesehen, die Leute zum Beispiel, die normale Alltag leben, zum Beispiel Trinkwasser, habe ich gesehen, was die Leute von hier trinken und die Leute und Tiere, sie zusammen trinken, eigenen Ort. Und das ist so manchmal, das sieht aus, die Wasser schon schmutzig. Und ja, ich habe es auch gesehen, das ist so einfach die gestorbene Flügel. Und dann sieht man nicht, was das ganz, ganz unten drin. Und wirklich die Leute von hier, ich muss wirklich ehrlich sagen, die Leute von hier, sie brauchen kein Geld, aber trotzdem, sie brauchen das System. Muss man sagen, wie das funktioniert, wie das jetzt heutige Tag, weißt du, das ist, sie sind immer noch die alte Mode, das ist genau gleich selbe, wie habe ich letztes Mal gesehen in Berbera, die Fischerei. Und das ist so, jede, wo da einfach neue baut, kauft und etwa 30.000 Franken und trotzdem, sie haben keine Kühlhäuser, Tiefkühler und so weiter und so fort und auch die spezielle Autos mit Kühlhäuser und das ist genau gleich selbe wie die Leute hier Landwirtschaft die Gemüse oder Frucht machen das ist sie haben nicht so gute Infrastruktur die Straße und dann noch mal die große Probleme ist das ist einfach die Market und das ist immer so und dann zweitens habe ich noch mal diskutiert die normalen Leute die ich die Geld haben und dann habe ich gefragt, warum habt ihr nicht die Landwirtschaft oder Fischerei investieren
Und jetzt sage ich, ja, wie soll ich das investieren? Wenn ich das jetzt investiere, wo kann ich das verkaufen? Es gibt keine Market. Aber trotzdem, wenn man das normale System macht, dann kann man das ist die zweite Station, dann kann man Market suchen. Und jeder von hier einfach Restaurantinvestition oder Einkaufszentrum. Und ja, das ist das Problem. Und dann jeder von hier einfach, das braucht einfach den Luxus. Und ich habe einen internen Tarif. Waxaan ahaa siman waxaan ka shaqeyn jiray maraakiibta ee khaliijka ee wadamada badan ee khaliijka ka shaqeyn jiray kadib waxaan u taariibay xagga ee yurub runtii nin weyn ma ihi dadku markay arkaan madaxayga caadiga ciirada laakiin dhanka kale waaya aragnimada nolosha intii aan dee dunida marayay ama aan dee siman ku shaqeynayay aan dee wadamadii badan iyo dadkii badnaayaan la kulmay iyo markii dambe aan tahriibay aan yurub tegey aqoontii khibradda aan ka bartay runtii iyo da'du way kala weeyihiin saa daraaddeed anigu imika la joogo waxaan deganahay wadanka reerkay waxa deganihii wadanka markasta waan imaadaa lixdii biloodba mar wadanka waan imaadaa sababta sidan igu kalifta inaan sameeyo oon waxa weeyaan af jarmalkan ku hadlo oo aan dunida la hadlo oo aan sidan sameeyo waxa weeyaan markasta oon imaado dadka halkan jooga yacni waxa weeyaan ama dhalinyaradii aanu sportskaana noqoto ama waxa weeyaan dadka akademiga ah ee waxa weeyaan jaamacadaha ay ka baxay ha ahaato ama dadkii iska caadiga cuqaashaad ama culimada ha ahaato marka waxa aan sheekaysanaan doodno waxay ku odhanayaan wax waxba lagama qaban karo oo wie habe ich gesehen hier wie was sie hier Trinkwasser die Tiere und die Mensch sie trinken genau gleiche selbe Wasser. Und wie sieht man das jetzt hier drin? Das ist einfach so. Dieses Wasser ist mega hure schmutzige Wasser. Und dann, das habe ich gesehen, jetzt so die gestorbenen Flügel. Und das war die einzige Möglichkeit, die Leute von hier haben. Egal ob die Tiere oder Leute oder alles, was das nur von da, das ist das Trinkwasser. Und das ist, ich weiß nicht, was ist das ganz, ganz unten drin. Aber ich sehe nur, dass das jetzt was das oben, das, noch mal, das ist das Schmutzige. Das ist die alte Schuhe, die gestorbene Vögel und so weiter. Das ist jetzt so. In die lange, lange Geschichte, die Somali-Leute, sie haben, weiß ich nicht, etwa 2000 Jahre her, das ist die Kamel, das ist die am besten, was die hier die Leute haben. Und das ist jetzt so. Und wir machen immer noch die genau gleiche selbe wie 2000 Jahre her und die heutige Tag, wir machen immer noch genau gleiche selbe. Aber ich persönlich, ich finde zum Beispiel, jeder von hier hat etwa 200 oder 100 Stückli Kamel und die pro Stückli kostet etwa 1000 Franken. Und da kann man Hälfte von denen verkaufen und den Rest kann man behalten. Und dieses Geld kann man für die Investition machen, weiß ich nicht, egal, ob die Infrastruktur, die Straße und so fort und so weiter. Und heutiger Tag, die Leute wirklich von da, sie verstehen die Kamelmilch. Und Kamelmilch heutiger Tag, das ist echt mega gute Milch. Und das ist so einfach die Nullfett. Und den trotzdem, das ist gut für die Leute, die Diabetiker sind. Und habe ich auch noch mal gehört, die Leute, die Autism, die Krankheit, das ist jetzt auch noch nicht nur einfach die Kamel, aber das ist allgemein Bi. Und das ist so auch Kühe oder Schaf oder Ziege. Und wie habe ich jetzt hier gesehen, das ist auch noch mal die alte System. Und was habe ich, meine Erfahrung in der Schweiz gesehen habe, das ist so, zum Beispiel die Heu oder die Gras kann man abschneiden und die Reste behalten. Und irgendwann, wenn man das braucht, kann man die Kühe oder Ziege oder Lamm oder so irgendwas, kann man das geben. Ich weiß nicht, ob Winter oder so. Aber hier ist genau gleich dasselbe. Das ist so wie leicht, das ist so ein oder zweimal im Jahr, es regnet und den Rest, das ist etwa zwei, drei oder so ein halbes Jahr schon die Boden schon getrocknet und die
Vieh, Kamel oder Kühe oder Ziege oder Schaf. Sie haben nicht etwas zu fressen. Und das ist das die Probleme. Die Leute von hier, sie haben nicht kapiert. Kann man, wenn man jetzt so viele Heu oder Gras hat, kann man abschneiden und dann Hälfte von denen kann man das spar machen. Und dann irgendwann, wenn das nicht mehr regnet oder keine mehr Heu oder Gras haben, dann kann man das geben. Jetzt, das ist auch noch so, das ist Landwirtschaft. Das ist heutige Tag, das ist das große Thema, das ist zum Beispiel Klima. Und das ist, wenn man da ist, wirklich, das ist so, positiv und negativ. Hier macht man immer noch genau gleich selbe, das ist die alte Mode. Und wenn man hier Gemüse oder Früchte haben, das ist echt mega hohe Organik. Aber auch die Probleme, das ist genau gleich selbe. Die Leute, die machen nicht, das ist niemand, das hier bringt neue Ideen. Und wie man kann heutige Tag den Gemüseanbau machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Gemüseanbau. Greenhouse oder IP, das heißt integrierte Produktion oder Bioprodukte, das ist hier nur einfach die Bioprodukte. Und die Leute, die einfach von da, sie warten einfach die Regen. Und wenn es nicht regnet, kann man nicht mehr pflanzen. Aber heutiger Tag kann man einfach auch zu Hause pflanzen. Und kann man etwa 2, 3, 4 Meter, Quadratmeter, kann man so viel pflanzen. Aber ja, wie habe ich gesagt, das ist hier wirklich, da hat man so viele Platz, aber trotzdem kann man nie so alle benutzen. Und trotzdem, die Leute von da, sie wollten nicht die Landwirtschaft investieren, sondern sie machen viele Restaurants, wie soll ich sagen, Einkaufszentrum, und das ist die alle exportiert. Und wenn man hier irgendwo die Stadt durchlauft, dann sieht man überall Laden, Einkaufszentrum, neue Restaurants, Luxusautos. Und sieht man nicht, das ist einfach die Basis, die Grund, was man hier wirklich braucht. Landwirtschaft, das ist wirklich, das ist echt mega, mega, mega wichtige Sachen. Aber niemand interessiert sich, dass einfach nur einfach die Leute von da oder irgendwo